So, Hallöchen und wartet mal ganz kurz. Ich hasse das, wenn ich nicht alles im Blick habe. So, der andere Bildschirm muss mit allem möglichen Zeug voll sein, was ich gerade mache. So, zurück zum Thema. Willkommen zur 17W13A, dem zweiten Snapshot zur 1.12. Und ich mag ja die Zahl 13, die mag ich unheimlich gerne. Und das meine ich ganz ehrlich. Also ich habe meine besten Referate, Vorlesungen, Klausuren, Klassenarbeiten etc. pp. An Freitagen den 13. gehalten. Und auch sonst an 13. Das hat sich durch meine gesamte Schulzeit gezogen. Wie ein roter Faden. An der Uni ebenfalls. Ich wusste immer genau, wenn eine Klausur an einem 13. ist, ich brauche dafür nicht lernen, ich schreibe eh eine 1. Klingt ein bisschen überheblich, war aber wirklich so. Ein bisschen Aberglaube tut halt auch gut. Ich bin ja sonst nicht so abergläubisch. So. Irgendwie habe ich gerade kaum Minecraft-Geräusche. Haben die hier irgendwas mit dem Sound gemacht? Da. Ich mach nochmal so ein Stück höher. Und am besten, bevor der mich da... Auch nicht viel höher, lauter? Nein. Ist eine tolle Sache, dass ich jetzt hier so rumexperimentiere. Während in der Umgebung noch überall Monster stehen, also das muss natürlich sein, also... Wäre ja langweilig, wenn wir mal nicht unseren Hals riskieren würden. So, na, guck mal. Ja, ich mag die Mobs hier irgendwie immer noch nicht. Das ist auch das, erstmal das letzte Mal, dass wir das Texture Pack verwenden. Das ist eigentlich nicht mal das letzte Mal, denn wir wechseln es jetzt sofort. Nee, mir fällt gerade was ein. Ich wollte doch... Die haben doch schon eigene Texturen für die, hier. Scheiß drauf, komm drauf, ja. Hau mal wieder alles rein. Na, Terrakotta-Blöcke, meine Fresse, war das jetzt so kompliziert? So, euch nicht. Euch? Blue, Blue, das Blue fehlt, Deep Blue. So, Deep Blue, Spring, Luminous, Core. So. So, denn hier haben wir die Standardtexturen noch drin. Ich habe es immer noch nicht geupdatet. So, dann gucken wir doch mal. Jetzt sehen wir das Gebäude auch mal mit dem Texture Pack. Übrigens, ich habe mal Folgen gezählt. Inzwischen weiß ich, wo wir sind und vergesst das mit Anfang August. Das schaffen wir nicht. Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Ich weiß, selbst wenn ich jetzt gucken würde, aber ihr seht noch wie vorher aus... Ich denke mal, das Entscheidende, was geändert wurde, war wohl der Creeper-Block. Hier ist, glaube ich, etwas mehr Orange dazu gekommen. Kann das sein? Mhm. Der sieht nach wie vor aus. Blaue Ninja-Wurfsterne hier. Rot. Rot ist etwas, ich glaube, etwas passender geworden. Nee, auch nicht geändert. Man hätte ja in den Changelogs wenigstens sagen können, welche geändert wurden. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha. Guckt. Die Harkenkreuze sind gegangen. Schön. Ja, ist besser. Bevor es Kritik gibt, dann macht man es doch. Gucken wir uns noch die anderen an. Oh, ich denke nicht, dass da viel gemacht wurde. Oh, sieht auch aus wie immer. Ah, von oben können wir runterspringen. Müssen wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Sieht auch aus. Den hellgrauen hier finde ich ja auch unheimlich schön. Hätten eigentlich auch was mitnehmen können und bauen können. Aber da wir es eh nicht bis August schaffen, machen wir heute mal die anderen Sachen, die im Changelog stehen. Ah, du bist auch noch so knallig, schön. Fand ich... Es hat geschneit zwischendurch. Leck mich doch am Arsch. Wann hat es denn geschneit? Naja, es hat jedenfalls geschneit.
Brauchen wir aber gerade nicht. Ja, das ist auch noch, wie es war. Das fand ich ja relativ schwer zu puzzeln. Oder nee, Pink fand ich relativ schwer. Pink ist immer noch so. Und mehr haben wir nicht, aber in der nächsten Ebene ist kein Glas drin und wir können in unseren sicheren Tod springen. Ah ja, hier haben wir die transparenten Wolken drin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Shit. Aber überlebt. Ja, das war, denke ich, auch für Mojang so das Wichtigste, dass da diese etwas komischen Texturen raus sind. Sind raus, ist alles prima. So, was haben wir denn noch so? Jetzt, jetzt darf ich hier natürlich wieder verkleinern. Ich habe ja nebenbei hier das Dings offen. Wer ist das nochmal? Wiki. Okay, das Erfolgssystem wurde komplett geändert. Ne? Aber gehen wir erstmal ins Haus dafür. Und es soll ein Kochbuch geben. Zwei Sachen, die wir uns jetzt gerne anschauen. So, aber erstmal kommt das weg. Das dort rein. Kochbuch würde ich jetzt mal sagen, wenn ich auf die Crafting Box gehe, ist da nichts. Okay. Da ich heute ja wahrscheinlich noch öfters gucken muss. Ich mache hier gerade mal F5. Vielleicht ist das ja inzwischen sogar verlinkt. Katalogrezept, welche ich geunlockt habe. Na gut. Advancement. Wisst ihr was? Ich packe jetzt erstmal wirklich alles raus. Vielleicht fehlen da auch noch Texturen. Mein Gott, kann natürlich auch sein. Nö. Lade Statistiken und Erfolge herunter. Das ist neu. Okay. Wie lange geht das jetzt? Das geht mir eindeutig zu lange. Und hier ist wirklich, das sah doch alles ganz anders aus. So, und das Kochbuch. Ach, da ist das Kochbuch. Okay, da ist nichts drin. Ah ja. Sehr schön. Ich vermute mal, sobald ich etwas crafte, kommt das dort rein. Das heißt, wir craften jetzt einfach mal was. Hier. Brau. Hä? Bin ich jetzt. Oder war das so? Okay. Platten, Halbsteine. Mache ich richtig, oder? Also, ich habe so oft Halbsteine gecraftet. Vielleicht falscher Sandstein? Nee, das ist doch der ganz normale Standard-Sandstein. Was gäbe es denn noch? Holz, eine Tür, Holzblöcke. Ah, ich verstehe. Ich muss die Dinger wahrscheinlich erst irgendwie freischalten. Aber wie schalte ich Rezepte?
Okay. Hier, da gibt's nämlich jetzt ein Game Rule. Do limited crafting. Off by default. Annabelling will only allow player to craft recept they have unlocked. Okay, wir haben noch nichts geunlockt. Und deshalb haben wir da auch nichts. Und hier passiert immer noch nichts. Aber wenn wir jetzt irgendwie nichts mehr craften können, weil da erst alles heruntergeladen werden muss. Während das hier läuft, können wir ja mal gucken, ob das Recept-Book schon einen eigenen Wiki-Eintrag hat und ob wir da schlau raus werden. Nein, scheinbar nicht. Danke, Tilly. Okay. Include Position and Layer. Aha. Das sollte alles drin sein. Oder kann man die Rezepte eigentlich nicht freischalten vielleicht? Und man muss die quasi auf dem Server so einstellen, dass alle da sind. Überleben. Standard. Cheats erlaubt. Bonustruhe. Ja, das mache ich jetzt kurz mit euch, denn was sollen wir jetzt auch anderes machen? Also, wir können ja jetzt nicht craften. Das ist ja schon mies, dass man in Minecraft nicht mehr craften kann. So, eine neue Welt. Ja, sieht ziemlich neu aus. Ja, ja, gleich ein Dschungel sogar. Vielleicht finden wir ja gleich einen Vogel hier. Naja, aber erstmal gucken wir jetzt. Wo ist denn meine Bonus-Chest? Die hätte ich mir ja extra... Ach, da vorne. So. Da ist ja einiges drin. Aha. Unlocked new... New Reasons unlocked. Orc Plains. Fensgate. Ach so. Das heißt, hier musste ich es einfach nur ins Inventar holen. Ah. Oh, das ist doch mal praktisch. So. Aber Halbsteine gehen hier auch einfach so. Interessant. Achso, sind das jetzt nur die, die ich... Ah, das sind die, die ich einfach nur... Ah! Da sind Halbsteine. Türen, Zäune. Und wie habe ich das jetzt freigeschaltet? Also, gucken wir mal weiter. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Block und müsst ja auch was Neues lernen. Da. Dschungelplanks. Jetzt habe ich alles gelernt. Okay. Und hier habe ich auch die Achievements, komischerweise. Minecraft, Mindstone. Tool Upgrade. Aha. Was kann ich da jetzt machen? Also wäre schön, wenn da eine Beschreibung stehen würde. Okay, also es liegt definitiv an dem Server quasi. Aber auch hier lädt er Statistiken und Erfolge herunter. Na gut. Ist auf jeden Fall ein interessantes System. Das macht den Anfangsprogress in Minecraft auch um einiges interessanter. Wie sieht das eigentlich aus?
So Tools und sowas. Unlocked, wooden sword, wooden. Aber hier kann ich, hier habe ich ja auch irgendwie alles zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir, auf Game Mode 1 gehe und ich gebe mir jetzt irgendein komplett wahnsinnig kom. Sobald ich Glas drin habe, kriege ich alles gedingst. Gut, dann sind wir wieder hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Machen wir ein Glas da. So, ich habe Glas im Inventar. Und es wurde nichts freigeschaltet. Okay, da wir jetzt wissen, dass das irgendwie am Server liegt, werde ich mal kurz ein bisschen basteln und euch dann mit in Ruhe lassen. Ihr Uini, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt mit der 17W13B und hoffentlich können wir jetzt endlich richtig spielen. Das musste ich jetzt einfach mal ausprobieren. Also nochmal hallo und willkommen. Let's Play Minecraft. Ja, hoffentlich klappt heute alles. Ich bin gerade schon irgendwie einmal vom Server geflogen, aber wir werden es ja gleich sehen, ob es klappt. Ist eine neue Version und jetzt müssten wir eigentlich Rezepte kriegen. Ha, guck mal, es klappt wieder alles. Ja, das Rezeptbuch scheint noch nicht zu funktionieren. Zeig mal, haben wir hier irgendwo noch Sand überhaupt? Kein Sand mehr? Nö. Dann gib mal Holz. Vielleicht muss man es auch irgendwie aufsammeln. Also im Singleplayer klappt es hervorragend. Sobald ich dann einmal crafte, wird es hier auch freigeschaltet. Okay, ja, das reicht mir für den Moment. Suboptimal, aber okay. Oh, was ist mit den Erfolgen? Die scheinen hier auch noch nicht zu funktionieren. Gut. Gut, nach Vögeln brauchen wir auch nicht suchen. Ich habe gerade mal. Ah, Power ist ja jetzt da. Sag doch was. Ich bin hier kurz weg. Hallöchen, und da sind wir dann auch schon wieder. Let's Play Minecraft mit dem Snapshot zur Woche. Und ich muss den Server noch kurz starten. Ja, Vollbild. Geht doch. So, nachdem das letzte Woche ja doch recht chaotisch war, habe ich nochmal ein Backup aufgespielt für diese Version, die ich jetzt irgendwie nicht starten will. Warum auch immer das jetzt passieren muss. Hä? Los. Hopp. Ja. Okay, wartet mal kurz. Ah, jetzt geht's doch. Okay. Es wurden zahlreiche Fehler behoben. Und außerdem, so haben wir jetzt einmal Invalid Static. Oh. Ich? Ah! Oh! Ah! Oh! Gut, sieht doch schon mal gut aus. Soll man jetzt auch irgendwie umschalten können? Mit Umschalttaste, wartet mal. Das müsste ja eigentlich dann in der Steuerung stehen. Befehlsschalter, Angriff, benutzen, platzieren, Perspektive, Zuschauer, Vollbild. Nö. Also sie haben wohl da eine Taste draufgesetzt, aber sie natürlich wieder nicht hier reingesetzt. Okay, naja, das ist typisch Mojang. Gott, machen wir mal wieder Tag. Bevor Power letzte Mal kam, wollte ich gerade erzählen, warum wir keine Parrots gerade suchen müssen, weil die sind so selten, da suchen wir uns einen Wolf.
Naja. Ich bin gespannt, was noch in dieser Version alles reinkommt. Diese Rezepte-Geschichte macht ganz neue Möglichkeiten eigentlich. Das ist klasse. Denn so kann man endlich auch mal was Gescheites in Höhlen vielleicht finden. Nämlich irgendwelche Rezepte, die man noch nicht hat. Dann lohnt sich das endlich explizit nach Chests zu suchen. Okay, das baut sich auf. Wunderbar, alles noch da, prima. Texture Pack haben wir keins, weil das mit dem neuen Interface, das funktioniert noch nicht. Also machen wir einfach weiter. Da, wo wir stehen geblieben sind. Das war ja eine ganz schlaue Idee, Iro. So, die Frage ist jetzt... Wo war das nochmal? Okay, okay, ja, ich... doch, das kriege ich hin. Machen wir unsere Kiste hier. So. Wir machen das jetzt richtig mal im großen Stil. Das hätte ich eigentlich von Anfang an machen können. Warum fällt mir sowas erst ein, wenn es fast zu spät ist? Welche Farben fehlten noch? Ne, das waren alle Farben, oder? Ja, das waren alle. Schwarz? Ich habe den Zettel nicht mehr. Egal. Dann stellen wir noch eine zweite dazu. So. Können hiervon einpacken. So. Ja, dich ruhig auch. Wenn wir schon dabei sind, noch ein paar mehr davon. So. Stein. Können wir den Rest mitnehmen. Und dann machen wir sogar noch eine Kiste. Das ist ja Schwachsinn eigentlich. So, warum machen wir das? Und da kommt jetzt Glas rein. Ah, dafür mehr. So. Rum. Wieso komme ich erst jetzt, wo wir fast fertig sind, auf diese geniale Idee? Einfach die Sachen mit hochnehmen. Naja. Ja, am Anfang war das wenig Laufweg. Das muss man auch noch dazu nehmen. Da war es nicht unbedingt nötig. Ich habe noch was vergessen. Wenn wir schon so lange da hochgehen, sollten wir auch wirklich alles mitnehmen, was wir brauchen. Wir haben ja noch Inventarplätze. Aha. Ich habe hier neue Infos im Serverlog, sehe ich gerade. Entity Hurt Player. Ah ja, Holz. Oder vielmehr Zäune. Feuerzeug. Das komische andere Zeug, was wir da immer brauchen. Noch ein paar Fackeln, damit wir hier noch einen Platz drin haben. Aber jetzt habe ich wirklich alles, oder? Oder fehlt noch was? Gibt es noch irgendetwas Nützliches, was wir jetzt so akut mitnehmen könnten? Oh, Sandstein. Okay, ja. Kann passieren, dass man das vergisst. Okay, da draufklicken. Sieht doch auf jeden Fall schon besser aus als letzte Woche. Na, komm. Warum wollte das gerade nicht? So. Falsche Kiste, da. So. Pack rein, was geht. Nimm die Scheiße mit. Am besten nimmst du jetzt noch das mit und das mit. Weil du die sofort irgendwo verbauen kannst. Und dann haben wir auch nicht mehr so viel Sandstein. Jetzt sind wir aber wirklich pickepacke voll. 5 Inventare und da vorne liegt ein Knochen, aber der ist mir jetzt egal. Jetzt haben wir aber auch wirklich alles dabei, was wir da oben brauchen. Ich habe vor, das jetzt abzuschließen, auch wenn das nicht mehr vor August sein wird. Denn, ich sag mal, mit den ganzen zerstückelten Aufnahmen, mit dem Rumprobieren etc. sind wir jetzt leider wahrscheinlich schon am 30. oder 31. Juli.
Das heißt, ich hätte 30 bis 45 Minuten Zeit. Eher 30, weil das ist ja eine fortlaufende Aufnahme ohne Unterbrechung. Und das ist einfach unmöglich. So, ich habe übrigens mal nachgeguckt. Also den hier haben sie geändert. Die Pfeile, also die pinken, haben sie geändert. Die weißen haben sie geändert, weil das in irgendeinem Land auch ein Nazi-Zeichen war. War doch weiß, weiß. Ja, irgendwas am weiß. Weiß? Oder gelb? Bin mir gerade selbst nicht mehr sicher. Aber alles nur Kleinigkeiten. So. Wir gehen jetzt Etage für Etage durch. Bis hierhin war ja eh alles fertig. Ich glaube, hier war auch alles fertig. Das sieht doch wunderbar aus soweit. Hier war noch nicht alles fertig. Übrigens, ich habe es überlegt, hier könnten wir noch schön so einen kleinen Zaun drum machen. Das würde vielleicht sogar ganz gut aussehen. Das müssten wir mal ausprobieren. Aber das ist ja Detailarbeit, das kommt zum Schluss. Hier war auch alles fertig. Ja, da wir da oben schon Glas haben, war hier wohl alles fertig. So, jetzt haben wir. Oh, na toll, ganze zwei Treppen dabei. Das ist ja nicht die Welt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir nehmen Crafting Box schon mal mit nach oben. Ein Bett holen wir danach. Dann machen wir Treppen und legen schon mal Treppen hin. Auf dem Weg nach oben können wir die Dinger auch schon mal hinlegen. Das, was wir im Inventar haben, kann natürlich auch alles jetzt schon benutzt werden. So, viermal das Ganze. Beim vierten gehen wir dann hoch. Ja, so. So. Meine Schwester ist jetzt verheiratet. Die Hochzeit lief nach Plan, auch wenn die beiden sich wieder ziemlich in die Wolle bekommen haben. Und das sind beide solche Sturköpfe, solche ich hab recht und du halt die Klappe. Wenn die aufeinander knallen, hui. Ich möchte kein Kind in dem Haushalt sein. Das wird streng erzogen, das kann ich jetzt schon sehen. Zumindest das erste. Das zweite, da ist man dann ja schon lockerer. Das hat ja dann den Bonus, dass das erste alles gespielt hat. Das ist quasi wie ihr kauft euch einen 100% WoW-Account auf eBay und fühlt euch auf einmal wie der Größte. So. Du dorthin. Da ich jetzt gerade Sand hier habe, fangen wir damit auch, Sandstein hier habe. Fangen wir damit auch an. Nur die Rezepte sollten jetzt ja im Rezeptbuch sein. So, naja. Gewöhnungsbedürftig ist es anders. Na gut, Treppen. Haben wir auch eine große Ladung machen. So. Ist doch schon mal ein Anfang. Na gut, wir fangen unten an. Da können wir auch gleich das Bett mit hochnehmen. Jetzt haben wir ja Platz. Dann arbeiten wir uns nach oben durch. Dann machen wir das Glas. Das ist, glaube ich, am naheliegendsten. Oder wir setzen schon mal die Böden rein. Je nachdem. Wir gucken einfach mal. Aber überall scheint es da auch nicht zu schneien, oder es hat nicht lang genug geschneit. Eins von beiden wird zutreffen. Da drüben. Batsch. Ja, ganz toll.
ja auch alle mal so schnell kaputt gehen müssen. Das können wir erstmal wieder zumachen. Ist noch ungewohnt mit so einem Menü da links. Und es ist wirklich links. Ich bin begeistert. Gibt es jetzt eigentlich die anderen farbigen Betten? Ich glaube nicht. Ich wette, das wären die ersten Rezepte, die wir kriegen. Also die wir farmen müssen dann. Die andersfarbigen Betten. Na, das ist ein Anfang. So, hier war fertig. So. So. Na, ob das reichen wird? Wow. Das ging aber schnell. Ach, da oben haben wir noch. Ich wollte schon sagen, ganz so schnell sollte es nicht weggehen. Naja. Dort in der Wüste ist ja Sandstein schnell gefarmt. So, mal einen Stoß Andersit rausholen. Hier müssen wir noch was ausbessern. So, 1, 2, 3, 4. Also wenn ihr mich fragt, der Sandstein reicht schon mal nie und nimmer. Ach, meine Switch ist übrigens auch noch nicht da. Es ist jetzt über eine Woche her. Um genauer zu sein, 12 Tage. Nein, nicht ganz, wartet mal. 9 Tage. 9 Tage.